Diplom-Ingenieur Dr. Martin Steiner hat Energietechnik an der TU Wien studiert. Er betreibt ein Ingenieursbüro und beschäftigte sich seit 35 Jahren mit erneuerbaren Energien, Energieautarkie und den Themen des Klimawandels. Er ist auch Mitglied und Sprecher des Unabhängigen Wissenschaftlichen Beirats, kurz UWB. Ich bin jetzt mit Herrn Dr. Steiner verbunden, um mich mit ihm wieder über aktuelle Klimastudien zu unterhalten. Herr Dr. Steiner, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Herzlich willkommen wieder bei uns im Auf1-Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich begrüße Sie, Frau Betzler. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Dankeschön. Herr Dr. Steiner, Sie überprüfen mit dem UWB gerade verschiedene Klimaexperimente. Was sind da die wichtigsten Ergebnisse? Ja, es gibt also verschiedene publizierte Klimaexperimente von Universitätsprofessoren, wobei diese die angebliche Dramatik des CO2-bedingten Treibhauseffekts aufzeigen können wollen. Wir haben mit dem Experiment des Berliner Professors Herrn Quaschning begonnen. Seine Experimente sind seit 5 Jahren online und bis jetzt hat noch niemand hier etwas gesagt. Danke, Frau Betzel, für die Gelegenheit dafür. Die sorgfältige Analyse dieses Experiments ist auch deshalb wichtig, weil es immer offensichtlicher wird, wie unsicher, um nicht zu sagen unseriös, die Klimamodelle des IPCC sind. Und vor diesem Hintergrund, Frau Betzel, ist die Klärung der Frage, ob man den Treibhauseffekt des CO2s im Labor ganz einfach nachstellen kann, von enormer Bedeutung. Zusammenfassend kann man beim Experiment von Professor Quaschning eine große Zahl von Merkwürdigkeiten ersehen, die wir genau und detailliert aufzeigen. Man kann das Aufheizverhalten verschiedener Gase sehen und messen. Das Aufheizverhalten von Argon, einem Nicht-Treibhausgas, zeigt zum Beispiel in dieser Anordnung ein ähnliches, manchmal sogar einen stärkeren Verlauf als das angeblich so böse CO2. Der Treibhauseffekt des CO2s lässt sich mit diesem Experiment von Professor Quaschning sicher nicht zeigen. Das konnten wir genauestens darlegen. Also das heißt, dieses Experiment von Professor Quaschning in Berlin zeigt gar keinen Treibhauseffekt. Sie haben mit dem UWB selbst Messungen in der realen Welt gemacht, also nicht nur im Labor, um die Thesen des IPCC hinsichtlich der CO2-bedingten Klimakatastrophe zu überprüfen. Können Sie anhand einer Grafik unseren Zuschauern vielleicht Ihre Ergebnisse veranschaulichen? Ich habe Ihnen eine Messkurve oder eine Zusammenstellung einer zweier Messkurven und eines Bildes zugesandt, wenn Sie die bitte einblenden. Ich zeige Ihnen, das ist eine Messkurve vom Mai diesen Jahres. Wir messen mit unserer Anordnung die sogenannte Rückstrahlungsleistung, also die Wärmestrahlung, die von den Wolken, von Aerosolen und auch von den Treibhausgasen auf die Erde zurückgestrahlt wird. Und dazu benötigen wir einen möglichst wolkenlosen und mondlosen Nachthimmel. Und das war halt hier die aktuelle Messsituation. Und zu Beginn der Messung hat sich noch ein kleines Wölkchen, wo ich einen Schnappschuss gemacht habe, dieses kleine Wölkchen hat sich hier am Himmel noch gezeigt. Und die Auswirkung dieses Wölkchens, das sehen wir ganz links in der Kurve. Also Wolken, klarerweise, sind Wassertröpfchen, erwirken eine erhöhte Rückstrahlungsleistung. Und dann haben wir, nachdem das Wölkchen vorbei war, sukzessive CO2 in die Messanordnung eingeleitet, sodass wir fiktiv die CO2-Konzentration in unserer gesamten betrachteten Atmosphäre erhöhen konnten. Wir konnten das also gut simulieren. Und wie Sie an der Grafik sehen, hat ein zusätzliches CO2 in der gesamten Atmosphäre so gut wie keine Auswirkung auf eine erhöhte Rückstrahlungsleistung. Aber ganz rechts sehen Sie so eine Spitze. Hier haben wir ein anderes Treibhausgas eingeleitet, ganz kurzfristig, und wir sehen sofort eine massive Erhöhung. Und die Messergebnisse zeigen also ganz klar, dass CO2 in der Atmosphäre gesättigt ist und eine weitere Zunahme des CO2 in der Atmosphäre auf eine mögliche Temperaturerhöhung kaum noch einen Einfluss hat. Also wenn dieses Thema der angeblichen Klimakatastrophe wissenschaftlich auf so vagen Füßen steht, wie kommt es dann zu diesen politischen Vorgaben der EU, mit denen wir hier konfrontiert werden? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Aus meiner Sicht liegt der Grund dafür darin,
dass völlig egal, wie sauber und schadstofffrei wir eine Verbrennung machen, das Endprodukt einer Verbrennung immer CO2 ist. Und genau dieses CO2, das kann man besteuern. Und das ist das eigentliche Ziel dahinter. Daher meiner Ansicht nach dieses mediale weltweite CO2-Bashing. In Verbindung damit geht es um eine Umverteilung von Vermögen von uns allen zu einigen wenigen. Und dieses ganze Thema klimaneutral und EU Green Deal ist aus meiner Sicht der Dinge ein gigantisches Geschäftsmodell für einige wenige auf Kosten von uns allen. Und zum CO2 noch ganz kurz. Das ist der Stoff des Lebens auf unserem Planeten. Ohne CO2 kein Leben. Mit wenig CO2 bedeutet das weniger Pflanzen, weniger Nahrungsmittel, mehr Wüsten, mehr Hunger und so weiter. Und wer, Frau Betzel, bitte, wer will denn sowas? Herr Diplom-Ingenieur Steiner, was bedeutet Ihrer Meinung nach überhaupt klimaneutral? Und welche Folgen hat die geplante Klimaneutralität in der EU für jeden Einzelnen von uns? Ja, also für die EU bedeutet Klimaneutralität ein Gleichgewicht von Kohlenstoffemissionen und Kohlenstoffsenken. Sie wollen also eine Netto-Null-Emission erreichen. Die EU will also die Treibhausgasemissionen, und da meint sie insbesondere das CO2, EU-weit durch CO2-Bindung ausgleichen. Und für mich bedeutet klimaneutral, und hier zitiere ich teilweise meinen lieben Kollegen Dr. Strehl, dass wir Menschen uns nicht anmaßen sollten, in so ein komplexes Gebiet wie das Klima einzugreifen. Wir sollten dem Klima neutral gegenüberstehen, denn das Klima wird machen, was es machen wird. Und kein Beschluss von PolitikerInnen in Brüssel wird irgendwie das Klima verändern. Für uns Menschen und für uns EU-Bürger sind die zu erwarteten Auswirkungen jedoch dramatisch. Wenn die EU diesen Weg der sogenannten Klimaneutralität bis 2050 wirklich weitergeht, bedeutet das Planwirtschaft und Unfreiheit, immer höher werdende Energiekosten, also teureren Strom und Treibstoff, Energieunsicherheit, Blackout-Risken und immer mehr Steuern, Gebühren, abwandernder Industrie und der Wirtschaft, Arbeitslosigkeit und die Verarmung von uns allen. Und wie bereits erwähnt, wer will sowas? Und das sollten wir uns alle fragen, denn nächstes Jahr sind EU-Wahlen. Ja, dieses natürliche Phänomen des Klimawandels, das wurde in den letzten Jahren ja für eine immer bedrohlichere Panikmacher missbraucht. Die letzte Steigerung haben wir ja diesen Sommer mit der Hitzehysterie erlebt. Wohin wird Ihrer Meinung nach das Ganze noch führen? Ja, also diese mediale, weltweite, koordinierte Hysterie, die habe ich schon dargelegt. Aus Sicht der Physik haben wir drei massive Wirkmechanismen. Wir haben die Gravitationskräfte von Mond und der großen Planeten und die Veränderung der Erdachsenneigung. Nutation nennt sich das. Diese Mechanismen sind hauptverantwortlich für die langfristige Temperaturschwankungen auf unserer Erde und die ankommende solare Strahlungsleistung und somit auf die klimatischen Bedingungen. Und das alles ist bekannt. Diese Berechnungen sind da. Ich kann Ihnen zum Beispiel ganz genau sagen, wie es weitergeht. Wir erwarten ein moderates Temperaturmaximum um das Jahr 2025 herum und ein weiter zu erwartendes Temperaturminimum im Jahr 2070. Also es steht eine weitere kleine Eiszeit bevor, eine vorübergehende Kälteperiode von 2070 bis 2150. Und das ist die Realität. Und was sehr besorgniserregend ist, ist aus meiner Sicht diese weltweite mediale Gleichschaltung hinsichtlich der CO2-bedingten Klimakatastrophe, der angeblichen Erderhitzung und Boiling Earth und so weiter. Ich fühle mich da zurückversetzt in diese Corona-Plandemie-Irrsinnszeiten, wo ebenso völlig evidenzlos Panik gemacht wurde. Eigentlich geht es bei dieser orchestrierten Klimahysterie um eine massive Umverteilung von Vermögen, wie bereits dargelegt. Und wir als UBB wollen Zahlen, Daten, Evidenz für die Menschen einbringen. Und dafür brauchen wir eine freie Medienwelt wie auf 1, die sachlich und objektiv
über die Realität, über die reale Welt berichtet. Und dafür, Frau Betzel, möchte ich mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken. Ja, also auf eins steht für diesen Weg und wir werden nicht aufhören und werden nicht müde, weiterhin die Menschen aufzuklären und zu informieren. Herzlichen Dank auch für Ihren Input und danke für Ihren Beitrag dazu. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch eine gute Zeit. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Danke, Herr Dr. Martin Steiner.